die Medien stellen eigentlich den Eliten und dem Staat, daher kommt die große Verflechtung, das ist nämlich die Vorstellung, die der Neoliberalismus vom Staat hat, ist auch eine ganz besondere. Die Medien liefern den Rahmen für die Operationsweise der Eliten. Deswegen brauchen die Eliten die Medien. Mhm. Sie liefern dem Staat auch eine Möglichkeit, den einerseits sozusagen einen Operationsrahmen für die Wirtschaft zu schaffen und auch wieder die Bevölkerung zu disziplinieren und zu kanalisieren. Mhm. Das heißt, die Medien haben nicht, das ist mir eine absurde Vorstellung, die gelegentlich rumgeistert, die Medien haben nicht die Funktion, die Wahrheit zu sagen. Das Wort Lügenpresse ist ein gefährliches Wort, weil es uns schon wieder die Aufmerksamkeit in eine Richtung zieht, wo sie ziemlich schnell verdampft. Ja. Sie kämen nie auf die Idee, zum Beispiel bei der Werbung zu sagen, das ist ja Lügenwerbung. Ja. Oder die Pharmaindustrie dient ja gar nicht der Gesundheit der Bevölkerung. Nein, muss sie auch nicht. Die Pharmaindustrie muss Rendite machen. Sie kämen nie auf die Idee zu sagen, das ist ja ein Lügenbanker. Ja. Oder ein Lügenbischof. Wer nicht lügt, hat den Beruf verfehlt. Der hat die qualifizierenden Merkmale, die man braucht in solchen politischen Positionen. Mhm. Jeder Politiker muss, das ist in der Politologie bekannt, ja. Gibt es ganze Bücher darüber, warum wird in der Politik gelogen. Ein Politiker muss lügen. Also die Vorstellung ist so ein bisschen wie in der Familie sozusagen. Man ist enttäuscht, wenn der Vater lügt. Mhm. Die Regierung sagt, muss nicht, es ist ein eigenartiges Kriterium, dass Regierungen die Wahrheit sagen müssen. Die Haltung, die wir als Bürger haben müssen, ist zu sagen, wir müssen jede Sache, die von der Regierung kommt, jeder Bericht, der aus einem Untersuchungsausschuss kommt, ist doch nicht die Wahrheit. Das ist ein Mittel, als Regierung die Macht zu stabilisieren. Und dann müssen wir schauen und es konfrontieren mit den Fakten, was ist dran, was ist nicht. Die USA sind de facto, wissenschaftliche Aussage wird aber von vielen bestätigt, sie sind eine Plutokratie. Sie sind natürlich keine Demokratie, sie sind nur noch dem Namen nach eine Demokratie. Sie nutzen internationale Vereinbarungen, TTIP ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es geht nicht um Freihandel beim TTIP, natürlich geht es nicht um Freihandel. Es geht darum, Wirtschaftsinteressen der USA durchzusetzen. Wir nutzen internationale Vereinbarungen, wenn sie uns nützen, und wenn sie uns nicht nützen, lassen wir es. Dass die Medien noch eine ganz andere Funktion haben, das war in der Ukraine-Krise ganz besonders deutlich, wo die Regierung eigentlich einen viel moderateren Kurs fahren wollte als die Medien. Die Medien waren viel aggressiver. Ja. Das heißt, die deutschen Medien haben mittlerweile auch die Funktion, die Regierung in US-Bahnen zu halten, mhm. also die Regierung selbst zu kontrollieren. Mhm. Die Macht wird immer subjektloser. Der Markt wird jetzt die Macht. Mhm. Das heißt, er wird immer weniger greifbar. Der Neoliberalismus hat diese Idee des Unsichtbarmachens von Macht perfektioniert. Wenn Sie konkret den Unterdrücker vor sich haben, dann wissen Sie, wogegen Sie Ihren Zorn zu richten haben. Mhm. Einzige, was Sie abhalten kann, dass er vielleicht eine physische Übermacht durch Soldaten oder sonst etwas hat. Aber sonst wissen Sie, wogegen Sie den Zorn zu richten haben. Wenn aber nichts mehr da ist, es ist einfach, das ist wieder das Thema vom Anfang, das Unsichtbarmachen des Neoliberalismus, dann unterläuft das unsere natürliche Disposition, einen Widerstand dagegen zu entwickeln. Mhm. Und der Neoliberalismus hat das auf eine unendlich raffinierte Weise, die wir uns wirklich, muss man sich, glaube ich, sehr intensiv mit beschäftigen, um das zu verstehen. Ein Trick ist, den man auch im Feudalismus ja schon hatte. Im Feudalismus haben sie Grund und Boden enteignet und haben dann die Gesetze hinterher gemacht, die das legalisiert haben. Das machen wir heute sozusagen, das ist die Dauernummer, weil die Wirtschaft erkannt hat, dass es viel komfortabler ist, Gesetze zu machen, als Gesetze zu brechen. Also machen wir die. Die EU ist in gewisser Weise der institutionalisierte Mechanismus, wo die Wirtschaft direkt zumindest einen priorisierten Zugang dazu hat, Gesetze zu machen, den wir als Normalbürger nicht haben. Das heißt, die organisierte Kriminalität der besitzenden Klasse, die ist verrechtlicht worden mittlerweile. Wir haben, also wir heißt unsere Regierung, haben diese organisierte Kriminalität
verrechtlicht, in einen Rechtsrahmen gepackt, der für uns nicht mehr sichtbar ist. Man kann jetzt auf den Rechtsrahmen verweisen. Und wir haben dann in den Steueroasen, die auch Deutschland ist ja selbst eine, aber die dann unter Mithilfe auch der deutschen Regierung, auch deutscher Banken gemacht worden ist, haben wir diesen Betrug am Gemeinwesen. Das ist ja letztlich Betrug am Steuerzahler und damit Betrug am Gemeinwesen. Und dieser ist von einer so immensen Höhe, dass man eigentlich sagen muss, jeder Hinweis, dass uns das Geld fehle für irgendwelche dringende soziale Aufgaben, ist eigentlich nicht mehr als ein höhnisches Lachen in das Gesicht der Betroffenen.